stärkt er sich noch heute. Können so zwei, drei Monate schon her sein, war er da und hat sich sein Kaffeestück gekauft, das er immer gekauft hat, seine Schulschnecke. Die hat er immer gekauft, wenn er in die Schule gefahren ist. Nächste Station, der Sportplatz. Beim SV kennen alle den Stefan. Umgänglich. Nicht immer zwärsch und nichts. Der alte Herr kommt da jetzt als Oms, mittwochs Oms, daher trainieren, damit er ein bisschen fit bleibt. Jetzt rüber in den Nachbarort nach Wiebelskirchen zu seinem ehemaligen Trainer. Die beiden kennen sich seit knapp 50 Jahren. Er ist ja auch vom Typ her eigentlich sehr umgänglicher und wie soll ich sagen, oder lustiger Bursche. Wenn man sich da sieht, egal wo man da ist, und da fällt mir das wirklich um den Hals. Das ist, also ich kann nur sagen, Respekt vor dem Bursche. Martin Bach feiert gerade Geburtstag, als wir vorbeikommen. Er war Torhüter, Stefan Kunz Stürmer in den Jugendteams von Borussia Neunkirchen. Also er konnte feiern. Er war mit Sicherheit auch in Neunkirchen in der Damenwelt recht beliebt, sag ich mal, irgendwo, ganz klar. Und ja, ich glaube, er hat im Prinzip in seiner Jugendzeit nicht viel anbrennen lassen und trotzdem eine große Karriere gemacht. In der Kabine saß Stefan Kunz immer neben Martin Liedtke. Stefan hier, ich hier. Wenn ich Stefan nachts um 3 Uhr geweckt hätte und gesagt, komm, wir gehen Fußball spielen, der wäre direkt mitgekommen. Einfach ja. Fußball bekloppt. Für Freunde bleibt er der Stefan. Der zweifache Europameister, Pokalsieger, Deutscher Meister und Torschützenkönig der Bundesliga. Ich denke, Stefan hat es verdient und das passt auch. Und Stefan, in der Hinsicht, toi toi toi, mach weiter so. Irgendwann holt man den Löw auch noch. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ja,